Auch nicht doch nur 9 Mark, doch könnte ich eigentlich reinnehmen. Könnte ich eigentlich doch reinnehmen. Ich habe ja noch die hier. Also wenn ich. Genau, so machen wir das. Und so, jetzt haben wir noch einen Schuh draus. So. Was haben wir noch hier zu verkaufen? Was ist das? 5, weg damit. Ja, viel haben wir nicht mehr. Jetzt müssen wir es noch verklären können. Ah, natürlich, Käse hier. Oder wollen wir aufheben? Wir finden irgendwann eine RPG. Handel. Handel ist Wandel. Die will ich mal aufheben hier, weil wir die kriegen mal irgendwann, wie heißt die, SA-Avalanche oder so ähnlich. Damit wir dann auch mal Munition haben, um so umzubauen damit. So. Ach so, nämlich hier den könnte ich eigentlich auch noch mitnehmen. Ja, nehmen wir mal mit. Handel ist Wandel. Also 1700 Schuss, 1100 per Se. Ja, können wir schon langsam Richtung Roten Wald gehen. Schade, willkommen in unserem bescheidenen Labor. Schade, dass man nicht reparieren kann. Sah nur so aus. Ja. Die Bunker hier finde ich ja wirklich interessant. In Call of Pripyat geht das denn weiter. Da geht der Bunker hier weiter. Da ist da hier die Tür offen. Und lustig ist, da ist, wenn hier mal zur Tür reinkommt, gleich rechts ist ein Klo. Und geradezu ein Raum und links dann so ein Labor. Halt's mal raus. So. Und irgendwann kommt so eine blöde Emission, ich muss mich verstecken, gehe da in den Bunker rein, stell mich da hier so an die Labortür und gucke in die Richtung, kommt einer von den Dremeln hier rein, gebatscht, geht hier rein und setzt sich, wie man da kacken muss, auf das Klo. Mich hat's fast in die Ecke gehauen. nee. So. So. Was machen wir jetzt? Wollen wir wirklich jetzt schon in den Roten Wald? Eigentlich habe ich ja alles erledigt. Okay. Auf zum Roten Wald würde ich sagen. Da geht es dann gleich wieder richtig. Vorne hat es mal raus. So. Kürzeste Weg ist der, den wir eben schon mal gegangen sind. Nämlich den wir mit dem Lefty gelaufen sind. Das müssen wir aufpassen, das ist nämlich eine verdammte Anomalie. So. Ach, hier war auch noch versteckt, hier hat ein Baumstamm oder auch nicht sowas. Ja, noch mit. Weiß ich auch gerade auch nicht. Ja, genau. Rammeln wir noch, das ist eine verblödete Anomalie, nein. Wegen einer Schrotflinte und irgendwelcher Spitzmunition, die wir eh nicht benutzen. So. Ja, wie gesagt, also für Versteckkoordinatenjäger, was für ein Wort, ist das hier wirklich ein Schmankerl, die Ecke. Weil hier gibt es wirklich viele Versteckkoordinaten, wenn man die leicht und plündert und. Zum Beispiel hier lang, da ist nachher hier oben auf dem Dach irgendwo, war da, ach jetzt ist hier hinten, jetzt eine Kiste. Da muss man hier an der Mauer lang, dann über das Rohr und dann daneben. Ja. Ja. Hier in dem Gebäude, das machen wir ja vorne nicht an, da sind wir vorbeigerammelt, da ist eigentlich gar nichts drin. Findet nicht für uns nichts Attraktives. Ich latsche da halt bis jetzt immer durch, weil ich schon wieder einen Angriff gekriegt habe. Du rammelst nur mal so schnell durch. Naja, das sind keine Gebäude. Das ist doch auch unwichtig. Es geht doch um den Haupteindruck bei einem Let's Play. Wenn ich da jetzt nur noch so eine Elektroanomalie. Nur wegen der blöden Kiste. Na, die ist jetzt schon blöd. Oh, wenn ich ein bisschen Sunny Pack drin halte hier. Ja, ich hätte mir doch nichts drin sein, nee, da ist versteckt ist. Ja, wie gesagt, bei so einem Let's Play sollte man dann auch nicht jedes
Fatzel da. Das, also da, da ist es dann kein Let's Play mehr, da ist es noch ein Tutorial, gell? Und, wenn die jetzt wirklich, oh ja, was die an Waffen aufsammeln könntest, gell? Sonst nehme ich den ganzen Mist immer mit und trage immer nach und nach zu irgendwelchen Händlern, aber wie gesagt, das ist geht, das ist ein Let's Play. Ach ja, gehen wir hier lang, gell? Oder? Ist jetzt so richtig. Hier muss ich lang, ne? Beim Tutorial, na, da willst du eben zeigen, da findest du dies, da findest du das und da findest du jenes. Ich konzentriere mich bei meinem Let's Play bis auf diese wichtigen Sachen, wo ihr zum Beispiel jetzt in den Sümpfen nur ein Zielfernrohr findet oder ein Wählesdetektor, während dem alle anderen noch mit diesem Pfeil, nee, was hieß da, der, ich glaube, das Pfeildetektor oder, nee, Echo-Detektor, der Pfeildetektor war dann nach der zweite, während alles andere noch mit dem Echo-Detektor, laufe ich dann halt schon mit dem Wählesdetektor an. Okay. Also solche Verstecke, die zeige ich auch ansonsten. Alter, das ist kein Tutorial hier für findet die Verstecke. So. Ich spreche jetzt die Ausnahme an, weil wir gehen in den Roten Wald. Bis gleich. So, nicht wundern, dass es hier so finster ist. Ich habe sofort auf Pause gedrückt, weil die fangen hier gleich an zu labern. Und dann gibt es auch gleich so ein kleines Video. Naja, fangen wir an. Du bist ganz in der Nähe von Strelok. Da rennt er, der Kollege. Macht absolut keinen Sinn, ihm hinterher zu rennen, außer auf ihn zu schießen. Ist. Man kann ihn nicht erschießen. Und man kann ihn auch nicht hinterher rennen. Man springt dann irgendwann nur noch so einen Tunnel, dass wir blöd behindert sind. Jetzt hier groß los zu hatzen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Eilt die Weil, der Mann. Brich deine Verfolgung sofort ab, Söldner, oder du wirst sterben. Tja, so unterhalten wir uns nochmal drüber, wenn wir unter einem AKW sind. Denn dahin läuft er ja und da kann man ja schwerlich vorher abknallen. So, mir ist noch nie aufgefallen, dass man hier noch aufquatschen kann. Im Let's Play ist das noch ganz interessant. Bringt aber irgendwie überhaupt nichts. So, hier gibt es auch wieder haufenweise Versteckkoordinaten. Hier geht es schon in den Roten Wald rein. Ach ne, das Tor, jetzt ist das Tor noch zu, guck an. So, wir müssen auf jeden Fall hier lang und müssen erstmal hier unten. Ja, jetzt kriegen wir sogar ein bisschen zugesetzt. Soll ich gerade, ob ich es scharf ist, das Lindel lieber raus. Ja, schon mal machen. Also hier kriege ich eigentlich regelmäßig wieder nachladen. Weil sie mir regelmäßig hier die Hucke voll haben. Deswegen werde ich erstmal hier F8 machen. Gronk. So. Das sind übrigens stecken sie sich die Wolle. Also eigentlich, ja, ist er ja. Da oben sind welche. Eigentlich rühren sie sich erst, wenn man noch ein Stückchen vorgeht. Oder wenn man schon, wenn man aus der Entfernung mit dem gerade einen Platz hat. Und dann werden sie immer eklig und schmeißen mit Granaten und sich ein Zeug um sich. Ja. Das haben wir. Ich sage nur die Ruhe. Hier, das ist die Brücke nach Le Mans. Da müssen wir dann auch irgendwann mal rüber. Was gar nicht so einfach ist, wie sich das anhört. Jetzt auf immer. Nee, aber gut, ich bin jetzt verflacht, sonst bin ich schon wieder von 5 Seiten. Aha, hier oben, da, genau. Ja, ist gefährlich. Wir müssen eh übrig lassen. Na. Hab ich nicht gesagt, die schmeißen hier mit Handgranaten. Das kann ich, das ist mir gar nicht mal lustig hier. Ach, so Rübe hat jetzt gerade mit Handgranaten geschmissen. Wo ist der Hund? Wo versteckst du dieses Stück Krippe? Ach, das ist der Hund, der mit Granaten geschmissen hat hier. Den müssen wir am Leben lassen. Den brauchen wir noch. Ah, hier hinten den. Du schmeißt nie wieder mit Granaten auf mich. Und du schießt auch nicht nochmal auf mich, du Karl. Okay. Ist das der eine? Ja, den muss ich nicht, den wird aber doch getötet. Da ergibt sich denn. Wenn wir uns vorletzten erwischt, dann ergibt das sich nachher.
So, halt so. Diese. Wie er da steht. Herrlich. Herrlich. Oh, jetzt müssen wir uns aber auch ein bisschen beeilen. Weil wir müssen jetzt auch gleich zu blöden Störern helfen, die da ins Sprengen geraten sind. Da hat ein Tunnel gesprengt, der Streller. Bum, bum. Ich habe den Tunnel gesprengt, Söldner. Du kannst mich nicht aufhalten. Ich werde das Zentrum der Zone erreichen, egal was passiert. So, was seid ihr für Leute? Warum hast du mich angegriffen? Verstehe. Signal ist verschwunden. Wir haben ihn verloren. Er ist zum Schmelzer gegangen und von dort ist es nicht mehr weit ins Zentrum der Zone. Für uns wäre es jedoch glatter Selbstmord, ohne den Prototyp der Wissenschaftler am Schmelzer vorbeizugehen. Jetzt können wir nur noch hoffen, Strelok zu schnappen, indem wir es durch den Mannskurs gelassen werden. Ich kenne einen Tunnel dorthin. Er beginnt gleich hinter der Brücke. Das ist der einzige bekannte Weg in die Stadt. Die Brücke kann nur von der anderen Seite aus gesenkt werden, aber das ist Banditengebiet. Verdammt, es muss einen Weg geben, dorthin zu gelangen. Vielleicht existiert eine weitere Straße als andere Ufer. Nun ja, wenn uns jemand helfen kann, nach Limansk zu gelangen, dann ist das der Förster. Das heißt, der alte Mann könne sichere Wege und Pfade durch Gebiete finden, in denen er selbst noch nie zuvor gewesen ist. Seine Hütte befindet sich am Rand des Roten Waldes. Finde den Förster, Söldner. Wo ist Stalagin? Okay. Weiß nicht, wir können sie nicht aufhalten! Schnell! Let's go. Ach, falsche Taste hier drin. Komm, löser ein bisschen schneller zu. Jetzt ist er auf immer unser Freund, oder zumindest nicht mehr so gar unser Feind. Und ich brauche mir das Ding nicht, dass wir jetzt erstmal helfen. Okay. Ach nee, wir müssen doch dem Mietern helfen. Ach, das sind bloß Pseudo-Hunde. Das sind bloß Pseudo-Hunde, die einen angreifen. Wir müssen echt mal mit. Wir müssen einen richtigen erwischen. Wir sollten noch etwas warten. Sei kein Idiot und pack deine Waffe weg. Jetzt komm. So, wie kann ich dir helfen? Gar nicht. So, wir müssen hier links, ein bisschen halt links rüber. Die waren nicht mehr rettbar, die sind immer tot. Von denen kriegen wir jetzt ein PDA. Oh, 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 was ist denn hier los? Was hat mich hier denn angeschossen? Sachen halt. Also, oh, jetzt habe ich bestimmt 6 oder 7 mal auf die Binden gedrückt hier, auf die Monatsbinden da. So, jetzt haben wir den Punkt erreicht. Das ist auch das Tor offen hier im Übrigen. Ja. So, und einer von den Rudis hat den PPA. Und zwar der hier. Den brauchen wir nicht. So. Munition nehmen wir mit. Granaten nehmen wir mit. Kann nämlich sein, dass ich hier ein paar Granaten wirklich mehr brauche. Halt! Halt! Was haben wir eigentlich noch an Dings binden? 17. Knapp. Das ist auch knapp. So, der hat das und das. Was kann noch halten? Vielleicht ein ganz breit. So, Munition, Granaten. So. Unser nächstes, also gehen wir mal zu diesem Stalker hier drin hin. Die rufen jetzt eh gleich, hilf uns, hilf uns, hilf uns. Weil ich auch mit Pseudo-Kiester rumrammeln, Pseudo-Hunde. Das geht ja auch frei um. Ich klicke jetzt mal auf Dings hier, was haben wir, 10:30. Ich glaube, ich sollte langsam mal gucken. Ja, hier ist dieser verflixte Pseudo-Hund, der uns hier seine komischen Fehkunde da auf dem Hals schickt laufen. Damit das aufhört, musst du den halt treffen. So, ich überlege bloß gerade jetzt, ob ich die Aufnahme erstmal jetzt anhalte und gucke, weil es schon 10:30. Weil ich nehme schon eine ganze Weile aus. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Ich schalte jetzt mal hier an und das geht dann hier an der Stelle weiter. Ich mache es mal, ne? PC. So, ich schalte hier an der Stelle an, es geht an der Stelle auch weiter.